Erstmal einen Schluck Orangensaft, dann kann es weitergehen. Hey ho, Freunde, hier ist wieder der Vorbuddler. Melde mich natürlich wieder aus dem Amazonas-Dschungel in Brasilien mit meinem Kumpel Jake. Ja, wir sind zusammen hier in Green Hell auf dem Weg ins Nirgendwo. Ich weiß gar nicht, wo ich hinlaufe. Wir entdecken aber lauter schöne Sachen und so soll das auch sein. Dieses Drogenlabor haben wir in der letzten Folge schon ausgehoben. Jetzt geht's weiter. Wir folgen dieser Straße natürlich wieder im Regen, in der Nacht. Ne? Und dann schauen wir mal, was uns so noch vor die Flinte läuft, vor die nicht vorhandene. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr auch. Ihr merkt, ich bin gut drauf. Habt viel Spaß, ne? Wie komme ich denn auf Flinte? Das kann ja gar nicht sein. Ich habe ja gar keine Schusswaffen. Nie gehabt. Ne? Mein Speer ist wirklich alles, was ich brauche bisher, hoffe ich mal, dass es auch so bleibt. Die Straße führt jetzt weg vom Drogenlabor. Wir sind in der letzten Folge noch ein bisschen nach da oben gelaufen, haben noch so eine Höhle entdeckt und was von Marcella und Thiago erfahren. Allerdings, ja, das könnt ihr euch gerne nochmal in der letzten Folge anschauen oder da nochmal nachgucken. Ein bisschen Story-Elemente. Und ja, ich denke mal, ist eine ganz gute Idee, dieser Straße einfach zu folgen. Das hat schon mal ganz gut geklappt, wenn ihr euch erinnert. Schon etwas her, aber da haben wir schöne Sachen entdeckt hier auch. Aber hier ist jetzt nichts mehr zu holen. Das sieht nicht so gut aus. Ich finde das super, die Atmosphäre hier. Man muss das auch mal ein bisschen genießen. Komm, genieß das mal ein bisschen. Schön, oder? Hoffentlich bleibt es auch dabei. Es ist mal wieder so der Zeitpunkt gekommen in so einem Spiel, wo ich allmählich unruhig werde, weil es sehr, sehr wenig passiert. Also es wirkt sehr ungefährlich. Im Moment schon lange keine große Gefahr mehr gehabt. Und ich befürchte dann immer, obwohl, ja, letztes Mal wurden wir doch nochmal von der Schlange gebissen, ne? Aber das haben wir schnell hinbekommen. Ah, das erinnert mich aber jetzt auch wieder daran, dass wir dringend mal noch nach neuem Tabak Ausschau halten sollten. Einen Verband habe ich, glaube ich, noch, aber das, pscht, ist gut. Gürteltier. Aber das finde ich schon irgendwie besser. Wenn wir noch mehr Reserve hätten, sehe gerade nichts. Aber es ist auch echt unheimlich hier. Seid ihr noch da? Lasst mich jetzt hier nicht allein, okay? Da habe ich was gesehen, da vorne. Ah, ist aber wirklich nur ein Pikari. Komm, Vorbuddler, stell dich hier nicht so an. Ja, schick den Jake mal in sein Verderben. Super, die Pilze sind immer willkommen. Die sind besser als die Drogen, was die da zusammen kochen. Ist sowieso wahrscheinlich alles verunreinigt. Er fault dir direkt die Nase ab, wenn du da was von nimmst, ne? Wo laufe ich hin? Ich wollte eigentlich der Straße folgen. Jetzt laufe ich doch ein bisschen abseits. Das ist keine gute Idee. Hier ist die Straße. Ich glaube, die erkennt man auch nicht mehr so toll hier, ne? Moment. Könnt ihr das noch erkennen? Also ich weiß ja nicht. Oh, wow. 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 Wie komme ich denn da runter? Da will ich runter. Komm, wir gehen zum Strand. Das ist aber nicht das Meer. Ne? Nicht, dass ihr denkt, das ist Meer. Das kann jetzt nicht das Meer sein. Das ist der Amazonas. Der Amazonas ist übrigens ein großer Fluss, falls wer es nicht weiß, ne? Also ungefähr war es so wie der Rhein, nur so dreimal so groß und breit. Da geht's doch runter. Hier vorne kann ich doch bestimmt ganz gut runterlaufen. Freunde, das ist ja super hier. Und ist das sogar hier die Straße? Nein. Ist auch jetzt egal, ich laufe hier einfach lang, ist mir doch egal. Ja, ich bin der König des Dschungels. Ach du meine Güte, nein.
Schon wieder, ich sage, eine blöde Klapperschlange, Mensch. Musst du mir denn immer jeden Gag versauen? Immer im richtigen Augenblick, ne? Und die hab ich wieder nicht so getroffen. Jetzt aber. Was blöde. Ja, aber ist unser letzter Tabakverband. Und Blutegel. Was ist wichtiger? Alles auf einmal. Vielleicht hängen die sogar alle am gleichen Bein. Ich denke, es ist das rechte Bein. Nee, hier sind die Egel schon mal. Boah, Massen. So, und dann haben wir noch, ja. Ich habe wieder irgendwelche Tiere, die ich immer für Gesänge halte. Oh. Das Problem ist, ja, jetzt haben wir Vergiftung. Au, 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 au. Die hat uns aber richtig. Ist das immer so schlimm gewesen? Mal zwei. Wir werden auch super müde davon, das ist das Problem. Oh Mann. Gut, das geht jetzt nicht anders. Ich laufe trotzdem weiter. Ich lasse mich davon jetzt nicht unterkriegen. So was Blödes. Aber gut. Ja, das kommt mir gerade mehr vor, als wäre der Biss etwas stärker gewesen als so gewohnt. Kann ja sein, dass das vielleicht auch mit der Region zu tun hat. Wir sind ja doch jetzt relativ weit schon vorgedrungen. Dass dann die Gegner auch irgendwie gefährlicher werden oder was, ne? Hoffen wir mal einfach, dass das doch noch gut geht. Ja, gut, dass ich wirklich relativ gesund war. So, guck mal, wir haben hier einen schönen Strand. Oh, wie schön, echt. Muss ich mal ein bisschen was zu essen mitnehmen. Kann ich denn hier vielleicht noch rum? Kann man hier noch weiter? Was ist das denn? Was? Ein Ball? Oh, hey, what's your name? Jake. Oh, we're shy, aren't we? Was? Bist du albern? Okay. I'll call you. Dann nenne ich dich William. William. Okay, William. Erweitern kann man den auch noch. Zerstören. Man kann ihn nicht sammeln oder sonst was. Also irgendwas daraus machen. Deswegen lasse ich den da mal liegen. Aber auf und weiter schwimme ich echt nicht raus, weil ich glaube, dass es hier Piranhas gibt. gibt es doch so ein, oh Mann. Übel. Hab auch noch voll Fieber. Ich brauche mal eigentlich was zum Schlafen. Hab ich gedacht, das ist eine Klapperschlange hier vorne. Boah, was schön hier. Schönes Abenteuer, wirklich. Ein schlammig hier alles. Ich glaube, hier könnte ich mir gar kein Bett bauen, weil... gibt es nirgendwo so einen Platz. Ein Blätterdeck, Bett würde mir ja reichen. Erstmal. Ist jetzt eine heiße Phase, weil wir lange nicht gespeichert haben. Der letzte Speicherpunkt ist, glaube ich, ja, vor dieser Folge. Geschlafen und so. Der Morgen am Amazonas. Komm, wir werden mal etwas essen. Vielleicht habe ich doch noch irgendwas dabei. Was ganz gut ist, hier so Nüsse und dann hier diese schönen Beeren und das ist auch schon wieder alles kaputt. Das ist echt eine Schande, ne? Ich so viel aufgesammelt. Wirklich nicht gut. Ach, wir könnten vielleicht mal Schmerzmittel nehmen. Wozu haben wir die denn? Ach, guck mal! Ein Zaubermittel dabei die ganze Zeit und ich raff's hier nicht, ne? Ach, nee. Wozu haben wir denn ganze Schmerzmittel abgegriffen? In der Goldmine und in unserem Drogenlabor. Ich finde den so zielstrebig. Will der was von mir? Nee. Hat sich vertan. Oh, ist ja super schön hier. Gut, dass wir hier mal hingelaufen sind. Sehen wir mal was von der... Ha! Den Baum hoch. Ein Krokodil. Sind das Krokodile oder was ist das da am
Alligatoren oder sowas, ne? Nicht gut. Aber der hat die Verfolgung aufgegeben. Ich glaube, dann sollten wir mal oben weiterlaufen. Ich werde echt voll müde jetzt gerade. Da geht's rauf, aber ich würde gerne noch am... Die Schlange hier. Die lasse ich jetzt. Ich kann sie eh nicht gebrauchen. Ich folge jetzt einfach mal dem Fluss. Wo führt ihr uns denn hin? Mal schauen. Was ist denn hier? Hier, wirklich am Rand sind wir. Hier vorne. Ja, da brauche ich jetzt auch gar nicht. Ich glaube, hier liegt das Krokodil auf dieser kleinen Sandbank. Hier geht's rum. Weiter. Ah, da müsste bald... Hier ist ein Fluss kommen. Wisst ihr, ich suche nämlich auch immer... Mensch, hör doch mal auf. Lass mich doch mal in Ruhe, Mensch. Ich suche nämlich eigentlich immer noch... ja, unser Camp. Unser erstes Camp, wo wir hier angekommen sind. Das Mia-Camp. Ne, mit unserem Zelt. Ob wir das hier vielleicht irgendwo finden. Was? Ist hier noch so ein Kaiman oder was auch immer? Moment, ich habe hier was gehört. Da kommt er aus dem Wasser. Aus dem Wasser. Boah, ich bin so kaputt. Das gibt wieder nichts hier. Ne? Schon mal hier oben weiterbleiben. Also nicht wieder da runterrennen. Das war keine gute Idee. Oh Mann. Irgendwie eine Stelle finden, wo ich doch mal eben ein bisschen schlafen kann. Aber es ist echt gefährlich hier. Also das fände ich schon ziemlich cool. Wenn wir unser altes Lager wiederfinden würden. Jetzt renne ich doch wieder runter an den Strand. Ich glaube es ja nicht. Naja, wer nicht hören will, der muss fühlen. Ah, hier ist diese... Ja. Vielleicht ist das unser Fluss, wo wir dann rüber gepaddelt sind und dann haben wir unser Lager da aufgebaut. Ach, ich sehe Hütten. Da hinten sehe ich Hütten. Das ist ja cool. Hoffe ich mal. Jedenfalls ist jetzt hier der Fluss, die Einmündung, wie wir gerade auf der Karte gesehen haben. Und wenn jetzt nicht nur wieder so ein Krokodil auf mich wartet, dann schaffen wir es vielleicht sogar bis da vorne. Das sieht doch sehr gut aus. Das sieht ja wirklich sehr gut aus. Schon wieder schön neuen Ort entdeckt. Mia, was sagst du denn dazu? Erstmal bei der Mia wieder. Hey Mia, I found a dock, but it looks abandoned. Are you sure there's no one around? Ja. Yes. I'm all by myself. Damn. Honey, just stay strong. Yeah. I know. Ja, ich weiß. Ein neuer Tagebucheintrag. Jeep, Steinkreis, Drogendingens und Dock. Anlegestelle des Kartells auch verlassen. Alle Boote haben Löcher. Hier gibt es nichts Brauchbares. Na, das wollen wir doch erstmal sehen, Jake. Erstmal brauchst du irgendwas zum Schlafen, wo wir uns reinlegen können. Ein Autorücksitz, ja, besser wie nichts, ne? So, wieder wach. Können wir erstmal frühstücken. Schon nicht schlecht. Was ist das hier? Matratze nur, ja. Hängematte, auch nicht schlecht. Erstmal alles mit, was wir so kriegen können.
Hier unten das Boot, ja. Stimmt, da ist nichts mehr Verwertbares dabei. Was ist das hier? Ein Wasserfilter. Oh cool, wie funktioniert der denn, ja? Was muss man denn da machen? Oh, das muss ich aber gleich mal rausfinden. Ich meine nicht, dass wir das unbedingt bräuchten. Obwohl, Wasser könnte ich eigentlich mal wieder ein bisschen auffangen. Sparen wir uns das Trinken aus dem Fluss. Kann man denn die Schalen da drunter stellen irgendwie, damit da Wasser aufgefangen wird? Das geht tatsächlich. Da passiert aber nicht viel. Ah, ich habe eine Idee. Augenblick mal eben. Moment, wo ist denn das Ding? Habe ich den weggeschmissen oder? Wir haben immer noch Gold da. Hier ist der. Der Wasserbehälter. Pass auf. Gehen wir mal hier zum Wasser. Und dann nehmen wir mal den Behälter. Guckt, und dann kann man den hier so auffüllen. Flüssigkeiten nicht mischbar. Was soll das denn jetzt bedeuten? War da schon eine Flüssigkeit drin? Nein. Oder hatte ich doch, da hatte ich, glaube ich, mal hier aus der Kokosschale was eingefüllt und ganz vergessen. Mal gucken, kann ich das jetzt hier oben reinkippen? Eigentlich müsste das doch so funktionieren. Oben kippe ich was rein, unten kommt es dann gefiltert raus. Ja. Das dauert aber was. Es tropft. Und oben sehen wir hier so eine Anzeige. Da machen wir das gleiche Spiel einfach nochmal. Hauptsache der Blöde. Sind das jetzt eigentlich wirklich Piranhas? Ich glaube schon. Ja, Hauptsache der Blöde. Kaiman-Typ da, der kommt nicht wieder an. Ja, das ist doch eigentlich ganz gut gemacht hier. Ist ja auch wichtig, so diese ganzen Spielmechaniken. Ja, die brauchen wir im Grunde, ehrlich gesagt, jetzt nicht. Das ist jetzt für so reine Neugier. Wir spielen ja hier Story-Mode, aber eigentlich im Moment nicht, weil ich mich für die Story im Augenblick gar nicht interessiere. Die würde uns auch ganz woanders hinführen. Deswegen sind wir in der letzten Folge auch abgebogen. Ihr seht ja hier, wir sollten eigentlich den verbrannten Bereich der Karte entdecken, hatten aber vorher schon festgestellt auf unseren Ausflügen, dass wir hier diesen ganzen Bereich noch gar nicht kannten. Hier, das haben wir entdeckt, aber ne, das war also der Grund für mich. Ach, hier oben sind wir jetzt, genau. War ganz schön ein Stück gelaufen hier. So, und jetzt wird es auch richtig dunkel. Ja, und was wir hier machen, ist halt wirklich im Moment ein bisschen mehr Survivalen, ein bisschen frei spielen. Wir sind im Moment nicht so hinter der Story her. Das ist auf jeden Fall schon mal sauber. Warum willst du das denn schlagen, Jake? So, das ist schon mal sehr gut. Es wird gerade wieder dunkel und ich bin noch hellwach. Wie immer. Mein Gott, wir Gamer, wir kennen das natürlich. Ja, geht uns auch regelmäßig so. Was habe ich denn für einen Funkspruch? Holen wir uns denn auch nochmal über den Hafen. Well, ich habe ein Boot gefunden. Found a boat, but it's damaged and it won't float. Ja, toll. Looks super like interessant. Also. Boah, weiß ich nicht. Da ist wieder was zum Erforschen da vorne. Das Kartell vielleicht? I don't know. The cartel? Maybe someone tried to run off with a package. I don't want to know. Every time you mention the cartel, I can't help it. I fear for you. Ja, das ist ja nachvollziehbar. Listen, Mia, there's no one here. No need to worry about me. Okay? I'm holding on. Somehow. Okay. Ja, war ja nicht sehr überzeugend jetzt. Eine große Sperrfischfalle haben wir jetzt auch entdeckt. Und außerdem habe ich da irgendwie so einen Fisch oder so gefunden in der Falle. Wollte mal schauen, ob ich jetzt hier vielleicht Feuerchen am. Oh, ich habe schon wieder. Boah, diese blöden Viecher, ne? Und immer so viel, seht ihr das? Das sind richtig viele inzwischen. Früher hatten wir immer nur so ein, zwei. So, ist jetzt gut. Ja, ich wollte mal schauen, ob ich ein Feuerchen machen kann. Kein, doch, habe ich noch. Okay, versuchen wir mal, ob ich das hier anzünden kann. Dann hätten wir ein Feuerchen. Mal wieder was frisch gebraten, das wäre nicht schlecht. Ich glaube ja nicht, kann man das jetzt hier einfach anzünden? Nö. Das war nix. Ah, okay. Fallen lassen ist cool. Alles klar, dann schubst du was weg. Schade. Ja, aber trotzdem würde ich mir jetzt gerne hier noch ein Feuerchen machen.
Müssen wir auch mal wieder üben. Sehe ich gerade, ich verklick mich hier ständig. Langes her, langes her. Es geht uns so gut, es ist nämlich wirklich, man wird so dekadent und faul und träge. Komm, stellen wir jetzt hier rein. Man verlernt alles, man denkt, man ist in absoluter Sicherheit, aber ich bin mir nicht so sicher. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich mir sicher bin. Versteht ihr, was ich euch sagen will? sind ja, wie gesagt, das sind die Pilze und Drogen und sonst was. Drogendämpfe aus dem Labor letztens. Nachwirkungen. Ja, ich hole mir jetzt ein paar, wie heißt es, Bäume? Bäume hole ich mir jetzt. Wo sind denn hier mal welche? Von den normalen, das sind nur die dicken Palmen, die wir nicht gebrauchen können. Eine Maus, sollen wir eine Maus heute mal essen? Hatten wir noch nie. Hatten wir noch nie. Wäre doch mal was Schönes. Da ist mir doch prompt gerade noch die tolle Axt kaputt gegangen. Lange hat die nicht gehalten, gefühlsmäßig. Ich weiß auch nicht wirklich, was die mir gebracht hat. Das war so eine Spezialaxt, so ein Rezept, was ich da gefunden hatte irgendwann. Aber das weiß ich jetzt nicht. So, jetzt machen wir nochmal hier ein neues Feuerchen. Wir brauchen auch neue trockene Blätter. Mache ich mal eine geistige Notiz. Und wisst ihr, was ich hier mache? Das ist totaler Blödsinn. Warum sagt mir das keiner? Es regnet hier die ganze Zeit. Da wird uns das Feuer jetzt sofort wieder ausgehen. Aber auch das haben wir ja noch nicht gesehen. Ich habe es euch nur mal erzählt. Einfach jetzt nicht nachgedacht, ne? Das ist jetzt jeden Moment wieder aus, weil es so stark regnet. Es sei denn, das hat mit dem hier Feuerkreis was zu tun. Ne, da ist es aus. Alles klar, dann beschäftigen wir uns auch gar nicht weiter damit. Ich glaube, wir können auch einfach mal hier nochmal ein bisschen schlafen. Warum? Warum eigentlich? Ich bin ja noch fit. Höchstens nochmal speichern, nochmal ein paar Chips essen und dann wieder raus in den Regen. Unsere Kokosnüsse nicht vergessen. Hier vielleicht nochmal was trinken. Ja, der Wasserfilter, ich glaube, der bringt nicht wirklich viel. Höchstens in der Trockenzeit. Dass der da noch ein bisschen im Speicher hat oder so. Ja, aber was soll ich mich länger mit diesen Fragen der Zivilisation beschäftigen? Wir laufen einfach wieder raus in die Wildnis, wo wir hingehören. Lass mich in Ruhe, blöder Frosch. Und dann brauchen wir uns auch mit irgendwelchen Wasserfiltern nicht rumärgern. Ich finde die ja niedlich irgendwie. Oh, wo kommen wir denn jetzt hin? Ach du meine, was ist das denn hier für eine Gegend? Das werden wir ja auf der Map, denke ich mal, ganz gut nachvollziehen können, wo wir jetzt hier sind. Ich folge einfach dem Fluss, wie immer. Der Hafen war schön, war interessant, ein netter Ort. Man konnte auch speichern und pennen, aber sonst war der jetzt nicht so... Ja gut, wir hatten ein paar neue Dialoge und... Rezepte, okay, will ich doch nichts sagen. War doch noch ganz okay, aber sonst jetzt war es das schon wieder. Nicht so spektakulär. Ich glaube, ich laufe mal hier oben über den Stamm. Das Wasser kommt mir so komisch vor. Boah, wo bin ich denn hier überhaupt? Lass mal schauen. Eigentlich mit hier müssen wir sein. Hier ist der Hafen, ich bin weiter gelaufen. Hier. Dass wir jetzt hier gerade rüberlaufen. Möglich, ne? Komm, wir versuchen hier oben auf die 16 zu kommen. Vielleicht hier links kann man wahrscheinlich auch noch hin. Da müsste ich aber über den Fluss irgendwie kommen, da weiß ich noch nicht, wie das geht. Und außerdem sind wir dann so ein bisschen in der Höhe von dem Jeep. Wenn wir nach Osten laufen, könnten wir den sogar wiederfinden. Bin ja gar nicht so aufgeschmissen. Wow. Ja, Kinders, aber wie es dann hier so weitergeht, das seht ihr dann. Hier haben wir nochmal diese schönen Beeren. Ich bräuchte aber Tabak. Ich werde mich jetzt hier weiter durchkämpfen und auch gleich wieder einschalten, sodass ihr nicht viel verpasst. Guckt also bitte die nächste Folge auch noch an. Und falls ihr was nachholen wollt, die Playlist und so, ist alles da. Lest die Beschreibung, ihr wisst doch, wie das geht. Ah, nein, was ist das denn jetzt schon wieder? Schon wieder eine Schlange? Ich sehe keine.
Was war das? Was ist das denn? Das ist ja ekelig. Was ist das? Kann ich das rauspulen oder was? Nee. Boah, was ist das? Kann ich da einen normalen Verband drüber? Oh, nee, auch nicht. Jetzt habe ich ein Problem, Leute. Ja, und wie es jetzt hier, wie es mir weitergeht, das müsst ihr euch noch ansehen in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt sauber, habt noch viel Spaß. Oh. Und lasst euch keine Angst einjagen.